Hi, freut mich, dich zu sehen. Wir gehen heute auf die Straße und fotografieren einen Mitzieher. Aber da ich das deutsche Wort irgendwie ein bisschen seltsam finde, kann es auch sein, dass ich das Ganze jetzt Panning oder Panning Shot nenne. So kenne ich das im Englischen. Da draußen Winter ist, muss ich mir noch ein paar warme Sachen anziehen. Ich zeige dir kurz, wie man das in 3 Sekunden macht. Bist du bereit? 1, 2. Das ging schön schnell. Okay, wir sehen uns auf der Straße. Das Problem, wenn du im Winter unterwegs bist, dass wenn du draußen bist, ist es tatsächlich fast schon dunkel. Es kommt unserem Foto aber entgegen, weil wir eine relativ lange Belichtung brauchen, deshalb ist Dunkelheit eigentlich fast schon gut. Ich zeige dir jetzt, wie du es am besten machst. Als Kameramodus stelle ich den manuellen Modus ein, weil ich hier die Zeit habe, alle Einstellungen selber zu treffen. Du kannst alternativ auch die Blendenautomatik nehmen, also Modus S, weil es hauptsächlich auf die Belichtung ankommt. Aber wie ich bereits gesagt habe, hier habe ich die Zeit. Hier weiß ich, dass ich eine Weile lang stehe. Von daher kann ich auch gleich manuell schießen, weil ich da die meiste Kontrolle habe. Für die Belichtung nehme ich eine 30. Sekunde und passe dann von da aus weiter an. Aber ein 30. ist erstmal schon mal ein ganz guter Richtwert, dass der Hintergrund schön unscharf werden sollte und du die Bewegung ins Bild bekommst. Die Blende stellen wir auch ein bisschen höher ein, damit du einen größeren Bereich hast, der scharf ist und ein bisschen mehr Spielraum für Fehler hast. Und die ISO passt mir von da aus variabel an. Natürlich soll die jetzt nicht unfassbar hoch sein, aber wie gesagt, wenn die so ein bisschen höher ist als 100, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn du im Sommer oder bei starkem Sonnenlicht fotografierst, dann wirst du wahrscheinlich die Blende sehr, sehr hoch schrauben müssen und die ISO sehr niedrig halten müssen. Und es kann sein, dass dein Bild immer noch überbelichtet ist. In dem Fall kannst du nicht viel anderes machen, außer einen ND-Filter nehmen dann. Und was diese Einstellungen machen ist, es erlaubt uns einfach mit unserem Motiv, also ich nehme jetzt hier wahrscheinlich ein Auto, einfach auszulösen und dann mitzuziehen die Kamera. Und dadurch bewegt sich das Auto in dem Bild Ausschnitt an sich nicht. Deshalb heißt das ja auch Mitzieher, weil du quasi das Motiv mitziehst. Der Hintergrund hingegen wird schön unscharf und ist verwackelt. Und das wollen wir ja exakt erreichen. Dadurch hast du diese Bewegung im Bild. Kernelement ist darin halt, wie gesagt, dass du ein bewegendes Subjekt hast. Das kann alles Mögliche sein. Das können auch Tiere sein oder Radfahrer oder Straßenmann oder sonst irgendwas. Autos gibt es nur am meisten und am ehesten, deshalb nehme ich Autos. Dann habe ich einfach die Kamera in Serienaufnahme gestellt und mache mehrere Aufnahmen von einem vorbeifahrenden Motiv. Danach schaue ich mir die Aufnahme immer kurz an, um zu sehen, ob der Effekt, also wie stark der Hintergrund verschwommen ist und wie viel Bewegung im Bild ist, ob mir das gefällt. Und davon ausgehend passe ich dann auch meine Kameraeinstellungen an. Ich wollte etwas mehr Bewegung im Bild haben und habe daher auch die Belichtungszeit verlängert, also meine Verschlusszeit auf 1/5 Sekunde erhöht. Und ich zeige hier auch bewusst viele Fehlversuche mit recht unscharfen Bildern, damit du ein Gefühl dafür bekommst, dass wahrscheinlich nicht direkt der erste Versuch das perfekte, scharfe Bild liefern wird und dass du halt sehr viel Feintuning brauchst, bis du quasi die perfekten Einstellungen gefunden hast und am Ende halt auch ein schönes Foto hast. Die Brennweite beeinflusst ebenfalls diesen Effekt, daher nehme ich jetzt mal das 85mm Objektiv. Da war aber trotz vieler Versuche nicht wirklich irgendwas Brauchbares dabei. Irgendwie bin ich mit der Brennweite an dem Abend nicht klar geworden und bin deshalb irgendwann auf das 70-200 Objektiv gewechselt, um das trotzdem ein bisschen besser zeigen zu können. Grundsätzlich gilt, je höher deine Brennweite ist, desto stärker wird auch diese Bewegungsunschärfe im Hintergrund sein. Desto schwerer wird es aber auch gleichzeitig ein scharfes Foto zu schießen. Das heißt, bei Bedarf senkst du einfach die Belichtungszeit und machst eine kürzere Aufnahme und durch die Kompression von dem Zoom-Objektiv sollte es trotzdem einen relativ starken Unschärfeeffekt im Hintergrund geben. Wenn du dann aber lang genug rumprobiert hast, dann findest du auch irgendwann die Einstellungen, die für dich in der Situation am besten passen. Für mich waren das ungefähr 70mm Brennweite und 1/10 Sekunde an Belichtungszeit. Alternativ habe ich auch irgendwann dann später noch mit 28mm einen ganz schönen Effekt erzielt. Aber es kann auch sein, dass du deine Einstellung natürlich ein bisschen anders triffst. Hauptsächlich ging es mir darum, dir den Prozess zu zeigen und dass du verstehst, wie man so ein Bild halt erstellt. So, du siehst, so einfach ist Mitzieher erstellt. Ich hoffe, du hast gesehen, das ist gar nicht mal so schwer. Man muss nur ein bisschen wissen, was man tut. Und du brauchst ein bisschen Geduld, weil beim ersten Mal wirst du wahrscheinlich nur ein verwackeltes Foto haben. Aber wenn du genug Zeit hast und das lang genug probierst, dann wirst du irgendwann auch ein scharfes Bild haben. Und wie gesagt, die Effekte sind eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.